Hallo und herzlich willkommen zurück bei Chaos auf Deponia. Ja, in der letzten Folge haben wir einiges doch mal wieder hingekriegt, auch wenn es mehr so zufällig war. Wir haben hier beim Gondoliero zum Beispiel das Lied ausgewechselt oder ihm ein anderes aufgelegt. Und ja, Lady Goal ist zwar bereit zu einem Rendezvous, aber wir müssen sie erst förmlich dazu einladen. Und das kriegt Rufus natürlich nicht hin. So, jetzt werden wir erstmal mit Boso sprechen. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Verfluchte Hausierer! Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig mag, sollte niemals... Du schon wieder? Los, komm rein! Komm okay. Schon! Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen! Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Übel. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Julia, Mario, Luca, Francesco, Davide, Sofia, Matteo, Ernesto, Antonio, Sara, Alice, Melinda, kommt der Papa, hat einen Rat für euch Kinder. Lorenzo, Ricardo, Alessandro, Marta, Elena, kommt der Papa, hat einen Rat, da werdet ihr Lümmeltüten benutzen, ist ihr schön. Hat ich immer außer Falz darum sehen. Oh, Sole mio, la 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 la. Na? Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Okay, das war das falsche Lied. Ja, also das Lümmeltütenlied ist es schon mal nicht. Wir haben ja noch ein paar andere. So, aber erstmal müssen wir, glaube ich, hier eins aussuchen. Ne? Paarungslied der Schrottkrabben. Ja, ich würde mal sagen, das hier. So, dann legt er sich das nämlich rauf. Und wir können wieder mit dem Strom rumhantieren. Mann, also wenn das jetzt hier so die Vorgehensweise ist. So. Jetzt werden wir ihm wieder das Notenblatt klauen. Das Paarungslied der Schrottkrabben, okay. Und jetzt leise. Wenn wir dem Gondoliero mal das Lied aufsetzen, nachdem wir wieder sein Airbag runtergelatscht haben. Und zack. Ancora? Stupido! Ach ja. So, Paarungslied. Das Paarungslied der Schrottkrabben. Aber hier ist immer noch mehr. Noch ein neuer Airbag. Wie viele Ersatz-Airbags hat Doc denn nur auf Lager? Diese südländischen Modelle sind doch der reinste Schrott. Ständig geht irgendwas kaputt. Gut, probieren wir es nochmal mit dem neuen Lied. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas manipulieren müssen. Aber ich lasse es jetzt erstmal so und probiere es einfach nochmal. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass... Ja. Du willst doch nicht... Komm schon. Verfluchte Hausierer! Wann lernt ihr es denn? Wer seine... Du schon wieder? Komm schon!
das Lied auf sie wirkt. Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen. Ich bin wie ein Moment. Das ist eine Tussi. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Hörst du die Geräusche? Wenn ich mich nicht täusche, sind Schlappraben in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt in einer Tour. Getrappe, geklirre, wenn ich mich nicht irre, sind Schrottgraben im Tempelgraf. Dahin ist mein Schlaf. Da sind jetzt Schrottkrabben drin? Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! So. Da sind jetzt die Krabben drin. Mitglied im Widerstand werden. Das zweite Goal. Oh Gott. Den Gondoliero loswerden. Den Ersatz in Erfahrung bringen. Okay. Guten Anmachspruch anwenden. Gedichtproblem lösen. Oi. Also es ist echt nicht einfach. Goal nochmal operieren, ja. Mit den passenden Worten beeindrucken, ja. Schrottkrabben auf den Gondoliero hetzen. Aha. Interessant. Im unorganisierten Verbrechen, ja. Kitty rasieren. Oh Gott, oh Gott. Rebellenmitglied finden. Geheimes Klopfzeichen, boah. Also, einfach ist was anderes. Okay, die Schrottkrabben. Irgendwie auf den Gondoliero hetzen? Na, ihr kleinen Wusels, genießt ihr euer neues Zuhause? Lass das! Können wir das Ventil jetzt ändern? Ich hab sie. Lauft! Ihr seid frei! Aber nicht verlaufen. Jetzt sind sie wieder weg. Na super, aber gebracht hat es mir gar nichts. Ich lasse es wohl lieber erstmal auf. Und behalte das für den Fall der Fälle im Hinterkopf. Hallo! Test, test! Achtung, Achtung! Der Sand. Nochmal. Na super, aber gebracht hat es mir gar nichts. Ich lasse es wohl und behalte das. Hallo, es kommt jetzt immer da raus. Fluch. Ich kann es nicht mal mehr drehen. Damit lässt sich das Rohr verschließen. Im Augenblick ist es auf. Wenn die hier drin sind, muss ich es verschließen. Alles klar. Ah, shit. Verflucht. Okay. Das heißt, das Ganze nochmal. Das Paarungslied der Schrottkrabben. Okay. Dann lassen wir die jetzt nochmal rumturteln. Auch wenn ich es nicht so nennen würde. Oh je, rum. So, rein da mit dir. Umgekommen. Verflucht an der. Bla 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 bla. Dusche! Komm schon! Du hast Nerven.
Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Ah, das Lied können wir jetzt nicht skippen. Schade. Sind Schlafraben in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt in einer Tür. Schien Trappe, geklirre, wenn ich mich nicht irre. Sind Schrottgraben im Tempelgraf. Dahin ist mein Schlaf. So, jetzt kommen die. Oh, nicht schon wieder. Okay, der versaut ihr ständig die Stimmung praktisch und verhindert, dass Urso seinen Satz sagen kann. Das heißt, jetzt, wo die Krabben wieder hier sind, werde ich das Ventil mal schließen. Ha! Ich hab sie! Na, ihr kleinen Wusels, genießt ihr euer neues Zuhause? Ach, lass das! So, wenn das Rohr jetzt zu ist... Ihnen scheint dieses Gejaule tatsächlich zu gefallen, was irgendwie Sinn macht. Immerhin haben sie keine Ohren. Ich glaube, jetzt muss ich irgendwas... Wenn ich den Gondoliero loswerden will, muss ich die jetzt praktisch erst anlocken und jetzt irgendwie die Krabben dazu bringen, dass die den angreifen. Vielleicht irgendwas, was denen nicht so schmeichelt. Gibt's doch bestimmt auch ein Lied dafür, oder? So, gucken wir mal. Tote Taubentango. Schrottlawinen-Tarantella. Versuchen wir einfach mal das. Den Text von dem anderen Lied, den wir schon mal hatten, Lümmeltütenlied, den habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf, ob der jetzt irgendwie unschmeichelhaft war gegenüber dem. Wir können es nur mal probieren. Das Rohr ist ja zu, also weg können sie eh nicht. So. Strom wieder weg. Dann klauen wir uns jetzt wieder das Notenblatt. Und jetzt... Die Schrottlawinen-Tarantella. Also er sagt nichts vom Text, schade. Gut. Ich weiß aber auch nicht, ob wir noch irgendwas an der Gondel von dem Typi hier sabotieren müssen. Oder an der Kiste. So. Ja. Tarantella. So. Die okay. Schrottlawinen-Tarantella. Probieren wir es einfach. Bozo, versuch's nochmal. Oh je, du glaubst. Du willst doch nicht entkommen. Wird jetzt der letzte Versuch in dieser Folge? Verflucht an der. Du schon wieder? Ja. Komm schon! Du hast Nerven! Ich bin... Komm schon, Bambina! Können wir... Ich muss... Na? Ich wollte nun 10 Sachen noch in meinem Leben machen, doch ich habe beim Erstellen der Liste eines nicht bedacht. Was beim Erstellen belanglos schien, rückblickend sollte Schrottlawinen von unten zu fotografieren, nicht auf Nummer 8. Oh, Sole mio, la 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 la. Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also... Raus! So. Das hat jetzt nichts gebracht. Komisch. Vielleicht müssen wir auch das Rohr von irgendwo anders
neu justieren. Oh, das ist echt gar nicht so einfach. Oder vielleicht ist es einfach und ich komme nicht drauf. Keine Ahnung. Könnte sehr wohl auch sein. Gut, Leute. Aber ich würde sagen, wir machen hier erstmal wieder einen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht probiere ich es dann mal auf eine andere Art. Keine Ahnung. Wir haben ja noch ein Leben übrig. Also, bis dahin. Tata.